haben tatsächlich, wir starten die Vollgeld-Initiative. Noch vor einem Jahr war das noch so weit weg. Ich erinnere mich noch dran, wie die Stimmung war, wenn man davon gesprochen hat. Das war wie, man steht unten im Tal 2000er, Sonne, Hitze, man hat das Gefühl, das schaffen wir nie. Und jetzt sind wir auf dem ersten Gipfel. Wir starten, es ist sowas von unglaublich. Und wir starten mit einem Projekt, was auch die Mehrheit finden kann und finden wird. Das ist etwas, was viele glauben, ja, das geht doch gar nicht, neue Idee und so weiter. Ist ja gar keine neue Idee. Aber sehr schön war der Tagesanzeiger. Er hat so einen Artikel erst geschrieben, ja, ein Verein, der was irgendwie unbekannter Verein, wie kommen die nur dazu? Was ist denn das für komisches Zeug? Also so in dem Tenor. Und dann haben sie eine Umfrage gemacht unter ihren Lesern. Wo ist jetzt die Umfrage hier? Hat die Vollgeld ihre Initiative, ihre Unterstützung an der Urne? Die sind schon ein bisschen weiter. Also wir haben noch keine einzige Unterschrift gesammelt. Gut, die sind also schon ein bisschen weiter wie wir. Und jetzt das schöne Ergebnis, 85% ja! Und nur mit Nein nur 31%. Also ich dachte, das ist doch ein Omen. Wie wollen wir denn besser anfangen? Also prägt euch das ein. Nehmt es immer als Schub hinter euch. Wir haben eben etwas vor, was gar nicht so Besonderes ist. Es ist auch alles ganz einfach. Die nächste. Okay. Und zwar, also die Umfrage von Tagesanzeiger ist, war es natürlich keine ordnungsgemäß repräsentative oder so, aber ich glaube, sie drückt eben genau das Stimmungsbild aus. Ich habe da noch eine andere Umfrage von der Uni Frankfurt. Sie fragten, wer erzeugt und verteilt das Geld? 84% der Befragten dachten, dass die Zentralbank oder die Regierung das Geld in Umlauf bringt. Und dann kam die nächste Frage, würden Sie einem System zustimmen, in dem die Mehrheit der Geldmenge durch meist private, auch profitorientierte Unternehmen produziert und verteilt wird und nicht durch staatliche Organe? 90% antworteten, nein, das wollen wir nicht. Nur, das ist ja genau heute unser System. Und was wir jetzt mit der Vollgeld-Initiative machen, ist eigentlich nichts anderes, als dass diese Frage, die hier in der Umfrage gestellt wurden, wir jetzt wirklich allen Bürgerinnen und Bürgern zur Abstimmung stellen. Weiß nicht, ob wir da 90% kriegen, aber es reicht ja auch etwas mehr als 50. Also ich will jetzt gar nicht noch so arg viel sagen. Ich will nur noch auf eine Zahl kurz hinweisen, das ist die Präsentation, die könnt ihr auch auf der Homepage herunterladen, auch selber für Vorträge verwenden. Es wurde immer gesagt, ja, die Banken erzeugen zu viel Geld. Ja, wie viel denn? Hier einfach von 1990 bis 2012, also das heißt wirklich der lange Zeitraum betrachtet, wuchs in der Schweiz die Geldmenge jährlich um 7,8%, die Wirtschaft wuchs aber nur um 1,4%. Die große Frage ist, wozu brauchten wir denn dann das ganze andere Geld? Jedes Jahr immer mehr, wozu? Antwort ist klar, Inflation und eben Finanzspekulation. Und da merkt man, allein an dieser Zahl ist eigentlich alles ausgedrückt. Dieses Abheben der Finanzblase von der Realwirtschaft ist in dieser Zahl wirklich sehr schön ausgedrückt. Und es geht ja um nichts anderes in der Vollgeld-Initiative als beides wieder zusammenbringen, die Realwirtschaft, die Finanzwirtschaft wieder in den Dienst der Realwirtschaft zu stellen. So, ich will euch jetzt noch, natürlich im Papst Franziskus schauen, es gibt so viele Unterstützer, nein, zu einem Geld, das regiert, statt zu dienen. Ich will jetzt noch auf einen Punkt hinaus. Es wird natürlich so, der Abwehrreflex ist furchtbar, die wollen ja ganz was Neues, das kann ja nicht sein. Tatsächlich ist es aber so, dass wir uns in der Vollgeld-Initiative nur auf das alte, bewährte,
ziehen. Wir sind keine Revolution, schön wär's. Wir sind es nicht, sondern wir sind eigentlich, es ist ein urkonservatives, biederes Anliegen. Denn die Geldherstellung war schon immer eine wichtige öffentliche Angelegenheit. In der Bundesverfassung steht es drin. Das Geld wurde auch historisch eigentlich immer von den staatlichen Organisationen, Einrichtungen herausgegeben, in der Schweiz von den Kantonen über viele Jahrhunderte, die die Münzen prägten, damit auch einen Teil ihrer öffentlichen Ausgaben finanzierten, bis dann 1848 das Münzrecht dann an den Bund überging. Seitdem, also Bund prägt die Münzen. Aber es kam, dann ist eigentlich das Gleiche passiert, was jetzt auch schon passiert ist im letzten Jahrhundert. Die Banken entdeckten, ja, wir können doch eigentlich selber Geld herstellen durch die Banknoten. Deswegen sagen wir noch Banknoten, obwohl es ja Nationalbanknoten sind. Also das Wort ist eigentlich nicht mehr richtig, es kommt aus der Historie her. Und es gab damals dann 30 verschiedene Geldscheine in der Schweiz und es gab auch immer wieder zu viel Geld. Ein mordsmäßiges Durcheinander, bis letztendlich 1891 das Stimmvolk dann verbot, in einer Volksabstimmung den Banken selber Geld zu produzieren. Damit wurde dann beschlossen, nur der Bund darf die Banknoten produzieren, weswegen eben auch die Schweizer Nationalbank dann gegründet wurde. Haben unsere Vorfahren eben vor über 100 Jahren in einer Volksabstimmung beschlossen, vom Buchgeld. Auf elektronischen Konten war natürlich noch keine Rede, gab es ja noch gar nicht. Das hat sich jetzt in den letzten 100 Jahren weiterentwickelt und wir müssen einfach jetzt die Verfassung halt wieder der aktuellen Situation anpassen und eben das Banknotenmonopol auf die Erzeugung von elektronischem Geld ausweiten. Das ist eigentlich der ganze Witz der Volksinitiative, urkonservativ, lasst euch da nicht in die Falle tappen, reinschubsen, dass wir irgendwie so ganz radikale Umstürzer seien. Tatsächlich ist es so, wir beenden doch nur mit der Volksinitiative dieses Experiment mit unsicherem Ausgang der Bankengeldschöpfung. Das ist doch das Experiment. Und man kann Vollgeldinitiative auch so erklären, heute gibt es also vier verschiedene Geldarten, Münzen machen heute 1% aus, Banknoten ungefähr 9%, alle 90% ist das elektronische Bankengeld, das Banken ist unten ganz abgeschnitten, das elektronische Bankgeld der Nationalbank kommt nicht in Umlauf, das hat von euch noch keiner gesehen, das ist nur ein internes Verrechnungsmittel zwischen den Banken. Und da gibt es jetzt halt für jedes verschiedene Eigenschaften. Vollgeld ist heute nur die Münzen und die Banknoten. Und was will jetzt die Vollgeldinitiative? Alles Geld soll eben zu Vollgeld werden. Es soll für Münzen, Banknoten sowie das elektronische Geld der Nationalbank die gleichen Regeln gelten und das elektronische Bankengeld wird abgeschafft. Man könnte es auch so sagen, alles Geld erhält die Regeln des Münzgeldes. Und es ist also klar, dass sich da natürlich die Münzen sehr freuen. Ja, das ist ja klar, dass endlich mal wieder, sie kommen wieder richtig geachtet. Und deswegen freut es mich so sehr, dass auch die Münzen uns richtig unterstützen. Aus den Ein- und Zwei-Franken-Stücken hilft uns Helvetia. Hier kommt sie. Und aus den 5 Franken der Kell. Thank you.
Initiative, die Vollgeld-Initiative gegen die Banken, die 99% der Bankangestellten werden das gut finden, aber denn nur die Investmentbanken verlieren. Die normalen Banken machen ihr Geschäft ganz normal weiter. Aber es gibt, wir haben festgestellt, viele haben doch Angst, sich da zu positionieren. Aber es gibt schon die ersten einsichtigen Banker, die sich auch trauen, öffentlich für die Vollgeld-Initiative einzustehen. Ja! Die in der Realwirtschaft arbeiten, freuen sich auf Vollgeld. Endlich geht es wieder darum, was Reales zu tun, nicht nur in irgendwelchen so Finanzblasen herumzufliegen. Deswegen freuen wir uns auf Arbeitertrupps, auf. Und die Stichwort. Wer kommt alles? Plus Vorstöhnen. Alle hereinkommen. Die Sammlung geht. No!